Ach du heilige Makrele, es gibt jetzt Make-up von Stranger Things. Ich liebe Make-up und ich liebe Stranger Things, deswegen passt es so gut, dass wir das jetzt testen. Ich habe eine Lidschattenpalette, einen Blush und zwei Lippenprodukte. Ich fange erstmal mit der Lidschattenpalette an und die sieht sehr düster aus. Ich habe einfach so ein bisschen rumexperimentiert und irgend so ein Augen-Make-up geschminkt. Das Ganze ist ein bisschen eskaliert und ist ziemlich wild geworden, deswegen habe ich auf der anderen Seite einen anderen Look geschminkt. Dafür habe ich eher die dunklen Grautöne benutzt und weil mir das besser gefallen hat, habe ich das andere Auge dann auch noch schnell so geschminkt. Dann ging es weiter zum Blush und es sieht einfach so cool aus, weil das ist so gemacht wie so ein Buch. Der Blush ist richtig, richtig schön. Ich habe mir ordentlich drauf gegeben, vor allem auf die Nase. Und zum Schluss hatte ich noch zwei Lippenprodukte und hier habe ich auf jeden Fall den Nude-farbenen genommen. Das war ein Lipgloss und der hat mir von allen Produkten am allerbesten gefallen. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Look findet und wer ist eigentlich euer Lieblingscharakter von Stranger Things.